Ich begrüße ganz herzlich Herrn Eisenfeld aus Berlin. Diese Veranstaltung ist, wie gesagt, nicht so sehr gewöhnlich und so selbstverständlich, insbesondere in dem Rahmen, wo sie stattfindet, innerhalb einer noch heute funktionierenden Justizvollzugsanstalt im Hof eines Gedenkstättengebäudes, das sozusagen von der JVA durch eine Mauer getrennt ist. 1968, Prager Frühling, Herr Eisenfeld, warum starteten Sie eine Flugplatzaktion im Kontext dieser Ereignisse ausgerechnet in Halle mit einem Lenin-Zitat? Also ich habe ja die Entwicklung der Tschechoslowakei lange verfolgt und war ein ganz euphorischer Anhänger dieses Prager Frühlings. Und demzufolge war ich natürlich auch schockiert über die Intervention. Ich habe also gewisse Befürchtungen schon gehabt und habe mich demzufolge auch natürlich mit solchen Themen befasst. Unter anderem fiel mir kurz vor der Intervention das Dekret des Friedens von Lenin in die Hände. Und dort tauchte der Begriff der Annexion auf, wie ihn Lenin definierte. Und ich dachte mir, Lenin ist ja der geistige Vater der DDR. Ich hatte mit Lenin selber nichts am Hut. Aber wenn nun die Bevölkerung oder die Hallenser in dem konkreten Fall mit einem Lenin-Zitat konfrontierst, das genau, man könnte sagen, die Faust aufs Auge bedeutete für die Intervention, dann kann dir eigentlich nicht so viel passieren. Also ich habe natürlich auch daran gedacht, an die Konsequenzen. Ich wollte ja nicht unbedingt ins Gefängnis. Und demzufolge dachte ich, wenn du also sagst, denk bitte nach über ein Lenin-Zitat, schweig nicht, eine Bitte aussprichst, dann kann bestenfalls vielleicht eine Ordnungsstrafe folgen. Also es hing auch damit zusammen, dass ich überlegte, dass ich etwas tat, was letztlich vertretbar ist, auch von meiner Seite her, von den Konsequenzen. Ja, Sie haben ja also nicht ausschließlich und nur mit einem Flugblatt, mit diesem Lenin-Zitat protestiert. Und das ist sicherlich eine nicht ungewöhnliche oder nicht eine gewöhnliche Situation für die Stasi-Vernehmer gewesen, ausgerechnet mit solchen Inhalten sich konfrontiert zu sehen. Wie reagieren eigentlich die Offiziere der Stadtsicherheit auf ihre eigenen Einlassungen während des Verhörs, um diese Dinge zu erklären? Also mit der Festnahme und mit der Inhaftierung war ich ja voll auf Protest eingestellt von Anfang an. Ich habe also alle Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft bis zur Generalstaatsanwaltschaft.
und habe die These vertreten, dass das, was ich getan habe, zumindest kein Verbrechen sein kann. Und die Staatssicherheit hat natürlich nach allen möglichen Gründen gesucht, um das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen und hat mich in dem Fall auch unter Druck gesetzt. Also ich hatte unter anderem eine Vernehmung, wo der Vernehmer mir sagte, wollen Sie 15 oder 15 Jahre, sodass ich mich zeitweise auf 5 Jahre eingestellt hatte. Also ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, habe auch viele Protokolle nicht unterschrieben, weil der Inhalt nicht so wiedergegeben wurde, wie ich das gesagt hatte. Ich hatte ja unter anderem auch ein Telegramm am 23. August an die tschechoslowakische Botschaft geschickt. Halten Sie Stand, behalten Sie Hoffnung. Das war also so eine Situation, wo ich dachte, warte es denn mal ab. Sie haben das immer mehr eingekreist, dieses Thema, 9-mal gefragt. Ich habe immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern, noch irgendetwas gemacht zu haben. Bis er dann kam und sagte, aber Sie haben ja ein Telegramm geschickt an die tschechoslowakische Botschaft, können Sie dazu was erklären? Er sagte, ich weiß es nicht, kann ich mich nicht erinnern. Bis Sie mir dann das Telegramm auf den Tisch gepackt haben, und dann kam natürlich die Frage, natürlich kam das von mir, ich habe ja auch unterschrieben, als mit Bernd Eisenfeld voller Adresse, warum haben Sie gelogen, warum haben Sie uns hier praktisch nicht die Wahrheit gesagt? Und da habe ich unter anderem gesagt, ich wollte eben nur mal wissen, wie die DDR das Postgeheimnis verletzt. Und das war natürlich ein Skandal für die Staatssicherheit. Da bin ich dann auch hochgerufen worden zum Leiter der Untersuchungsabteilung, wo mir dann natürlich auch unter anderem solche Worte entgegenkamen, wir können sie kreiseln lassen und so weiter. Also ich habe versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, weil ich immer noch daran dachte, ein Fünkchen Recht wird ja wohl noch übrig bleiben. Und deshalb ging das also, aber trotzdem habe ich immer am Ende gemerkt, dass, und das war ja dann auch meine Erfahrung, dass das Recht in allen Richtungen gebeugt wurde und überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprach, was man unter Recht versteht. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Das ist ja gleichsam so ein Vorführeffekt der Stasi-Offiziere selbst innerhalb des Verhörs über ihre eigene Rechtlosigkeit in dem Sinne und in dem Kontext dessen, was wir vorher gehört haben, die von Ihnen verfassten sehr eindrücklichen Gedichte. Muss ich Sie einfach mal fragen, woher nahmen Sie eigentlich gerade in dieser Situation die Kraft, so zu reagieren, solche Zeilen niederzuschreiben und der Staatssicherheit so Paroli zu bieten? Also niederschreiben durfte ich ja nicht, aber ich habe sie mir eingeprägt. Das heißt, es war tatsächlich eine Abreaktion. Auf der einen Seite habe ich versucht, rein sachlich über die Beschwerden mein Recht zu bekommen und auf der anderen Seite habe ich gedacht, hier findest du auch noch eine Lösung, sozusagen Anklage zu erheben. Man könnte sagen, eine Anklage zu erheben, die man zwar nicht offen ausspricht, aber die man mit hinausträgt. Außerdem war das ein Gedächtnistraining. Das heißt, es hat mich also selbst aufgerichtet. Insofern war es also für mich, glaube ich, sehr wichtig. Und danach habe ich dann auch versucht, alles nochmal unmittelbar aufzuschreiben, was ich im Kopf getragen habe. Das habe ich die ganzen 2,5 Jahre mitgetragen, habe das immer wieder wiederholt. Und ich denke, es hat mir sehr viel Genugtuung verschafft. Noch eine persönliche Frage. Wie wurde sozusagen Ihre Inhaftierung eigentlich in der Familie aufgenommen? Kann ich ja nur sagen, wie das danach passierte. Also erstens ist es so, dass nur meine Geschwister, ich habe nur 4 Geschwister, die wussten, da hatte ich angedeutet, dass irgendwas passieren könnte, weil ich eben doch mich sehr engagiert hatte, auch schon bis zum August 1968 für den Prager Frühling. Ich habe übrigens ja dann auch später aus meinen Stasi-Unterlagen erfahren, dass ein operativer Vorgang schon vorher lief, mich zu inhaftieren wegen staatsfeindlicher Hetze. Also im Grunde genommen war ich ohnehin fällig und habe da angedeutet, dass da mal was passieren könnte. Aber konkret habe ich es eigentlich nur meiner Lebensgefährtin gesagt, was ich tat. Und im Nachhinein muss ich sagen, haben ja alle meine Geschwister und auch viele Freunde, die ich hatte, haben ja im Grunde genommen zu mir gestanden. Und insofern, ich hatte natürlich Sorgen, was da draußen passiert. Das waren eigentlich meine ärgsten Bedrängnisse, die ich in der Haft hatte, weil ich ja auch keinen Kontakt mit der Außenwelt hatte. Das erste Mal nach 12 Wochen Kontakt mit der Außenwelt. Also das waren natürlich, meine Sorgen richteten sich mehr nach außen als nach innen. Und innen habe ich mich eben dann abreagiert durch diese Reaktion. Danke, Herr Eisenfeld, für Ihre Ausführungen. Thank you.
Schattenspiele. Man kann so wunderbare Schattenspiele spielen. Von früh halb sechs bis abends 21 Uhr. Vier eiskalte Wände sind unnachgiebig im Besitz des Leinwandmonopols. Frisch übertüncht, zweifarbig, beige, graublau. Geduldet werden 45 Glasziegelsteine, Ausblick schaffend einer nebelhaften Quadratur dunkler Stäbe. Eine Britsche, hölzern, halb zugedeckt, mit einem Decken- und Bettlagen umwickelten Strohsack. Ein Kübel, blechern, edeldünstend. Eine Tür mit Klappfach und Spion. Eine Leuchte, starr, stumpfsinnig. Eine Heizspirale, fünfgliedrig, mager. Eine Wasserschüssel, ein Plastereimer, ein Trinkbecher und ich, ich bin ihr großer Star. Ich darf agieren bis tief hinein ins Profil, von früh halb sechs bis abends 21 Uhr. Bis tief hinein ins Profil. Faxen abgeschnittener Bewegungen, Gesten endloser Einsamkeit und Tanz ausgetrockneter Augen bis tief hinein ins Profil. Pantomime wider dich selbst, Sklave eiskalter vier Wände und Narr eines gefühllosen Publikums. Man kann so wunderbare Schattenspiele spielen. Justitia, Justitia, wie bist du verstümmelt? Erst hat man dir die Arme abgeschlagen und das Gewand des Staatsanwaltes umgehängt. Dann hat man dir die Seele ausgetragen und dein Parteibuch in die Brust gesenkt. Nun bist du brav, bist eine gehorsame Dienerin einer einzigen Partei. Unter ihr, Justitia, lässt du das Recht tanzen und fallen je nach Bedarf, je nach Laune und je nach Geschmack deines Brotgebers. Deine liebste Kost? Gesinnungen. Wenn sie nicht tanzen, dann müssen sie fallen je nach Bedarf, je nach Laune und je nach Geschmack deines Brotgebers. Dein Paragraph von bis, einen Tag bis lebenslänglich und Kinder bis Greise je nach Bedarf, je nach Laune und je nach Geschmack deines Brotgebers. Justitia, wie bist du verstümmelt? Die Geißel des Ungewissen, sie ist deine erste und sie ist deine letzte Wahrheit geworden. Du vollziehst, Justitia, ausgefallener denn je, Kafka-Prozesse. Die Verteidiger. Nicht immer kann die Objektivität voll gewährleistet werden. Besonders dann nicht, wenn der Verteidiger ausnahmsweise parteilos ist. Ansonsten dürfen Verteidiger alles. A. Kommen, wenn es zu spät ist. B. Verteidigen, wenn es nichts mehr zu verteidigen gibt. Und gehen, wenn sie A und B respektieren.
die Chefin. Sie sind dazu da, da zu sein. Und das aber ist schon eine übertriebene Würdigung. Verhalten. Stellst du dich dümmer als du bist, halten sie dich für hinterhältig. Sagst du die Wahrheit? Bist du ein Provokateur? Schweigen aber hieße, ohne Galle geboren zu sein. SED Dialektik. Im Namen des Volkes. Unter Ausschluss des Volkes. Das Urteil. Das Urteil war gerade noch ertragbar. Seine Begründung jedoch eine unerträgliche Zumutung. Zum 20. Jahrestag der DDR. Du hast dich mit sehr eiserner Kraft bis hinauf ins zweite Jahrzehnt geschafft. In den 20 Jahren, ungeschminkt mit den Zahlen, da kannst du schon prahlen. Doch hast du schon mal gezählt, wie viele Menschen du mit nach oben genommen und wie viel unten deswegen sind umgekommen? Hast du schon mal gezählt? Na, dann zähl mal bis 20. Du hast dein Waren ganz schön exportiert und auch mit Importen manchmal imponiert. In den 20 Jahren, ungeschminkt mit den Zahlen, da kannst du schon prahlen. Doch hast du schon mal gezählt, wie viel Menschen dir sind hinweggeschwommen und wie viel und wer zu dir reingekommen? Hast du schon mal gezählt? Na dann zähl mal. Zähl mal bis 20. Du hast Börsen und Slums völlig dicht gemacht und hast manch dunkle Werkstatt ins Freien gebracht. In den 20 Jahren, ungeschminkt mit den Zahlen, da kannst du schon prahlen. Doch hast du schon mal gezählt, wie viele Menschen, die nicht einen Heller genommen bei dir hinter schmutzigen Gittern verkommen? Hast du schon mal gezählt? Na dann zähl mal. Zähl mal bis 20. Du hast Bewusstsein en masse produziert und Schulen und Unis darauf projektiert in den 20 Jahren. Ungeschminkt mit den Zahlen, da kannst du schon prahlen. Hast du schon mal gezählt, wie viele Menschen du wahrhaft gewonnen und wie viel die Stimme von drüben vernommen? Hast du schon mal gezählt? Na dann zähl mal. Zähl mal bis 20. Du hast den Tonnagenstatistik gefüllt und kostspielig nach Prestige gebrillt in den 20 Jahren. Ungeschminkt mit den Zahlen, da kann man schon prahlen. Doch hast du schon mal gezählt, wie oft hast du es tatsächlich gewagt und hast nach den Menschen mal menschlich gefragt? Hast du schon mal gezählt? Na, dann zähl mal. Zähl mal bis 20. Und frag endlich. In Handschellen gebunden, flankiert von Hunden und gedeckt diese Meuten von Sicherheitsleuten, die Schießeisen tragen und Sprechfunkanlagen. So geht's vorwärts, geschlossen,
Bei Flucht wird geschossen. Besonders schnell auf Neukriminell. Denn nur halb so schlimm ist der Mörderbubsinn. Und noch unter der Mitte liegt der Fall der Sitte. Drum, wie schon beschlossen, bei Flucht wird geschossen. Und es gafft das zivilisierte Gesicht und nuschelt und tuschelt und grinst und spricht über die in den goldgelbenen Streifen. Und man hält über Mörder und Diebe Gericht. Doch die Wahrheit erfährt keiner nicht über die in den goldgelben Streifen. Schmale Gesichter, doch funkelnde Lichter, bitter ernste Fragen, doch nichts darf man sagen, weil offen zu sprechen ein neues Verbrechen. So geht's vorwärts, geschlossen, bei Flucht wird geschossen, besonders schnell auf Neukriminell. Denn nur halb so schlimm ist der Mörderbubsinn, und noch unter der Mitte liegt der Fall für Sitte. Drum, wie schon beschlossen, bei Flucht wird geschossen. Und es gafft das zivilisierte Gesicht und nuschelt und tuschelt und grinst und spricht über die in den goldgelbenen Streifen, und man hält über Mörder und Diebe Gericht. Doch die Wahrheit erfährt keiner nicht über die in den goldgelben Streifen. So passiert's tagtäglich. Das Leid wächst erheblich und die Zahl der Posten wächst nicht nur im Osten, um abzuschrecken, den Mensch zu entdecken. Und bleibt es dabei, ist's nicht einerlei. Auch dich können sie kleiden, in goldgelbe Streifen und Ketten anlegen und Übermacht pflegen, dann geht's dich nichts an, bist du selbst bald dran. Und dann gafft das zivilisierte Gesicht und nuschelt und tuschelt und grinst über dich in den goldgelben Streifen. Und man hält über Mörder und Diebe Gericht. Doch die Wahrheit erfährt keiner nicht über dich in den goldgelben Streifen. Ich soll so lang in euren Ofen schmoren, bis ihr die Wahrheit aus den Rippen kratzen könnt. Doch seid nur nicht enttäuscht. Ihr könnt mein Gehirn ausschauen. Doch seid nur nicht enttäuscht. Ich bin kein Kondor-Reveluxer, auch bin ich irre nicht. Ihr müsst schon eine bessere Variante wählen, zum Beispiel: Sucht euch doch eine taube Okkultistin und lasset sie in Gesten die Beweise formen, dass ich ein Schwerverbrecher bin. Dann werd ich nicht mehr widersprechen. Der Handschuh. Dort, wo der Handschuh des Fräulein Kunigund, dort liegen deine verfassungsmäßigen Rechte. Doch hüte dich, ein Ritter de Lorges zu sein. Er sprang in einen Käfig zwischen einen Löwen, zwei Leoparden und einen Tiger. Du aber springst in das Netz der Staatssicherheit. Und das ist weit gefährlicher und undankbarer. Humaner sozialistischer Strafvollzug, Kindergarten, plus Kaserne, plus Irrenhaus,
Das Zuchthaus. Mögliche Menschlichkeit. Ergeben humaner sozialistischer Strafvollzug.